Recht herzlich willkommen zur 62. Folge von Europa Universalis 4 mit England. Ja, unsere Truppen müssen regenerieren, das ist klar. Wir haben überall keine Reserven. Wir den Krieg, Handelskriegsgrund gegen Lübeck. Okay, dann ist das raus. Dann ist das okay. Was ist da? Königsgrund, Kriegsgrund. Okay. Agent entdeckt in Norwegen. Okay, dann. Nee, da wollte ich hin. Okay, das ist dann ja jetzt nicht möglich. Siegel der Beichte. Die Sinnen können von Interesse sein. Tja. Rasputin ist ein Spionagenetzwerk von 25. Und erhält diplomatische Macht 10. Müssen wir mal gucken, wie unser Verhältnis zu Frankreich steht, ne? 110, also spielt keine Rolle im Endeffekt, ne? Ist sowieso mies. Papst deckt Verschwörung auf. Ach so, wir spionieren die gerade und haben 100. Dann können wir auch einen Anspruch fingieren erstmal, das ist viel wichtiger. Picardie, Normandie, Rox. Picardie war hier, naja. Fangen wir mit der Picardie an. Dann springen wir auf Cox. Und dann hatten wir noch die Möglichkeit, das, aber wo ist das? Heilzuck. Wo ist das? Ach, das ist drüben. Heilzuck. Sei mal gerade. Das blinkt doch gerade hier schon, das ist es doch. Okay. Wäre sicherlich auch interessant, ne? Aber nee, geht sowieso nicht. Gut. Und dann Spionagenetzwerk geht 25% runter. Ist das? Das nehmen wir dann auch mit hier. Weil das spielt jetzt gerade keine Rolle, sondern wir werden die Verschwörung aufdecken wollen. Ach so, das konnten wir doch noch machen, weil wir da drauf. Okay, dann machen wir das auch noch. Warum nicht? Wer ist das? Das ist aber nicht der Franzose, ne? Nee. Das wäre noch hammermäßig, ne? Ja, wir sind hier. Truppen regenerieren noch weiter. Ja, müssen wir gucken, wie wir vorankommen, ne? 384 war das in der letzten Runde. Das ist jetzt. Wie viel? Kommen da drauf? 537. Das ist ja schon eine ganze Ecke weiter. Ja, das ist klar. Ja, wir haben freie Beraterplätze. Da sollten wir vielleicht mal überlegen, wie viel Geld haben wir. Dahin. 678. Was kosten uns so ein Berater? Papst deckt Verschwörung auf. Haben wir einen Papsteinfluss verloren, das ist aber auch nicht so wild jetzt. Gut. Ach, jetzt haben wir gar keinen mehr. Ich dachte, wir hätten noch jemanden. So, das ist hier 2,20 monatlich. Oh nein, okay. Moralarmee, den sollten wir vielleicht definitiv einstellen. Disziplin wäre natürlich auch nicht schlecht.
Aber ich tendiere zu ihm hier. Oh, Frankreich hat China den Krieg erklärt. Sehr interessant. So. Oh, und irgendwo kommen Rebellen raus. Okay. Dann marschieren wir da mal gerade rüber. Und klären das, in der Hoffnung, dass das auch klappt. Aber mittlerweile sollten unsere Waffenbrüder ja mindestens ein bisschen was können, ne? Ja, sieht auch so aus. Das waren noch norwegische Bauern, ne? Na, jetzt sind sie weg. Nicht so wild, ohne Anführer sogar geklappt. Das ist doch schon mal was. Menton, ist das da? Ja, das sind Pelze geworden, okay. Und hier war's. Auch Pelze, alles klar. Jetzt hier nochmal hin. Was macht das Geld jetzt erstmal? 4,69. Gut, da können wir uns auch noch weiteres leisten. Was würde hier Sinn machen? Die oberste Geschichte erstmal. Ach, Unruhen, das ist auch gar nicht mal so verkehrt, das mitzunehmen, ne? Den setzen wir definitiv auch ein. So, und dann fehlt uns nur noch einer hier. Finanznetzwerkaufbau. 25%. Könnten wir uns wahrscheinlich sogar auch noch gerade leisten. Wie lange dauert das noch mit der Kolonie hier? 672, ja, 67, 2 Drittel. Ferrara hat Großbritannien als neuen Rivalen bestimmt. Okay. Ja, wir sollten vielleicht den Schwerpunkt dann auch noch, ja, obwohl unsere Truppen sind immer noch mies sozusagen gegenüber den anderen. Lass es so. Die werden noch aufgerüstet, genau. Die müssten fertig sein. Ist auch so, genau. Und hier, die rüsten auch noch auf. Alles klar. Das lassen wir mal so stehen. Gucken noch mal in unser Kernland. Da ist hier noch die Manufaktur zugange. Die ist ungefähr 50% fertig. Hier haben wir jetzt Ansprüche. Ach, da ist sogar noch ein Anspruch sowieso drauf. Ja, die sind jetzt im Krieg mit den Chinesen, ne? Ja. Irgendwie sind das ja unsere Ländereien. Die müssten wir irgendwann mal auch zurückhaben wollen, ne? Hier unten war ja auch noch was, ne? Aber das ist definitiv abgetreten. Normandie war das. Das haben wir jetzt gemacht. Und das auch. Ist hier noch standardmäßig eins drin? Nein. Ist nur die Normandie. Ja, gut. Wer ist das? Niederländische Adliger. Kämpfen da um ihre Freiheit. Herr Calais. Haben alle Ansprüche drauf, nur wir nicht, ne? Die Ansprüche wachsen noch weiter, sehe ich gerade. Können wir doch noch mehr machen dann, ne, oder? Keine Ahnung, wo das ist, aber machen wir. ...50 können wir uns leisten, machen wir. Ansprüche erhoben. Okay. So, das ist geklärt. Was macht unser Geld? 1,98. Gut, dass wir da nicht noch einen eingestellt haben. Das wäre dann nämlich jetzt dann ins Minus gelaufen. Österreich. Staatsmann ist gestorben. Okay. Kommandant gestorben, Agent entdeckt. Da kommt die Staatsehe rein. Die akzeptieren wir. Und wer war jetzt entdeckt?
Habe ich nicht aufgepasst, ne? Das war Britannia. Armor, zack. Okay. Und Finestre geht dann nicht mehr, ne? Eroberungskriegsgrund gegen Britannia, ist klar. Da steigt aber beides noch, ne? Also kann es das nicht gewesen sein. Gut, oh, 48 Truppen, brauchen wir nicht drüber reden, Frankreich anzugreifen, ne? Wen haben die denn hier so als Verbündeten? Österreich und Hamburg. Österreich ist natürlich nicht auf unserer Seite wahrscheinlich dann, ne? Die halten sich auch raus. Wäre noch interessant zu sehen, wie groß ist Britannien, Bretonien, die Bretonen. Bretonisch ist das ja hier, ne? Das ist ja Kolonie von denen. Ob die denen helfen, ist die nächste Frage, ob die schon so viel wert sind, ne? Haben sie denn hier auch noch was? Gehört Floride zu Bretonien? Bretonisch-Brasilien verbündet, alles klar. Also nicht mit der Britannia. Prestige ist... Ja, das Entscheidende. Geizunterstützung. Floride könnte damit... Floride bittet darum, dass wir für Unigkeit unterstützen. Das würde bedeuten, die unterstützen, wir unterstützen die, wenn die anderen, ja, akzeptieren wir, da gehen wir doch mit in den Krieg, oder? Weil wenn die Florida die Unabhängigkeit bestreben, dann wollen die Unabhängigkeit von denen. Wenn die unabhängig von denen sind, dann ist das gut für uns, oder? Ach so, Pause ist noch dran, nehmen wir mal raus. Wann ist es hier soweit? 80%, das läuft. Da haben wir auch 20 Truppen stehen, das ist ja schon mal was. Auch hier, guck mal, das sind mittlerweile 21 Truppen, ne? Die schieben mal da rüber. Norwegen hat immer noch Stress. Ja, da sind wir mit reichlich Truppen vertreten, um die zu unterstützen, wenn, ne? Ob es das bringt, ist die nächste Frage dann. Die Britannien, naja, ja. Brasilien, es ist beides, okay, aber sonst haben die ja wohl nichts mehr, ne? Neufundland. Norwegen, ja. Neufundland muss wachsen. Die reiben sich da nicht auf, das ist schon mal gut. Wenn das doch so ist, können wir dann da... Nein, das ist auch interessant, aber das ist auch schon Floride, ne? Das ist ja dann doof dann, ne? Naja, aber... Hat keinen anderen Anspruch drauf. Ja, da weiß man auch noch nicht, was das so ist, ne? Gut. Soweit ist es aufgerüstet im Endeffekt hier.
Sind wir kurz vor der Vollendung. Kann ich irgendwo sehen, wie viel Prozent da sind? Nein, nicht wirklich. Ah, da ist es, ne, oder? 76, 5. August. Ein halbes Jahr noch. Ah, okay. Jahre des Friedens liegen hinter uns. Unser Agent wurde in Frankreich entdeckt. Dann lass uns da mal gerade noch was machen. Okay. Und der nächste gleich mit, oder wie ist das? Okay. Anspruch fingieren. Den nehmen wir noch mit. Okay, und hier, Anspruch fingieren geht auch. Benestra. Und dann war's das, ne? Ja. Dann kann der auch zurück. Und dann lassen wir gerade noch einen Moment weiterlaufen. Kriegen wir mit denen eigentlich ein Bündnis hin? Ne, weit weg, okay. Die Portugiesen? Noch weiter weg. Und die? Provence wird ein Bündnis annehmen. Und die? Ganz weit weg. Wen haben wir denn noch so, der uns tatkräftig unterstützen würde, ne? Naja, Baumwollindustrie. Grundproduktion in 3 Ländern. Oder 4? 4 sogar. Unruhen steigen, aber Hampshire erhält Gildenanschluss. Okay, Unruhen werden weniger und Steuerannahmen kommen hoch. Ja, nehmen wir das, ne? Loyalität ist ja jetzt auch noch okay, denke ich. Unser Befehlshaber ist gestorben. Dann müssen wir da gerade nochmal reinschauen. Ah, jetzt ist nur noch unser König da, ne? Aber ja. Und den setzen wir mal in die 21-Mann-Armee, oder? Und dann Fernkämpfer ist es. Manöver hat er auch, Gott. Ja, geht, ne? Was haben wir denn hier noch? Nationale Entscheidung verfügbar. Akt zur Religionsvorbereitung. Und diesen verfügt über Theologie, Theologe. Unruhen werden mehr missionsstärker. Ja. Was ist das für uns? Missionsstärke plus 1. Missions. Ah, es ist irrelevant, ne? Sind wir mit dem Ansehen beim Papst vielleicht besser? Oh, wir können wieder investieren irgendwo. Da. Schwedische Infanterie. Was haben wir denn dann da? Okay. Können wir eine andere Einheit wählen, die besser ist? Das muss die Infanterie sein, ne? Ja, die sehen ja schon richtig gut aus, ne? Moral. Top-Offensiv-Moral. Reformiertes. Warte mal, das ist Fernkampf, Nahkampf, Moral. So, Moral geht ja immer den Bach runter, also zack.
So. Welche Stufe war das? 19. Und die anderen haben schon irgendwie 21 oder so, ne? Kann man hier nochmal sehen. Haben die. Okay, sind wir doch nicht ganz so weit weg, ne? Wir haben auch 20. Ich dachte, das wäre schon 21 sogar. Ja, okay, dann sind wir auf einem guten Weg, denke ich. Aber für die Runde soll es dann auch erst wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.